Ja, ich finde auch, der spielt sich sehr ekelhaft. Weil ich bis jetzt noch nichts erreicht habe. Und wenn ich sterbe, muss ich von vorne anfangen. Ich weiß. Spaß, oder? Was sind das jetzt für Schleimbatzen? Hast du das rausgefunden? Was für Schleimbatzen? Diese komischen lila Schleim. Das sind die Gegner, die durch den Boden angreifen können. Ach, die können durch den Boden angreifen. Ja, das ist sehr freundlich. Ah, natürlich. Mit ihren Porno-Zungen. Mit ihren Tentakeln. Ich glaube, jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Finde ich erstmal nicht schlecht. Da oben ist Darf. Ernsthaft. Wie kacke ist das denn? Darfst du von vorne anfangen? Fast. Ich bin kurz vorm Krepieren. Ja, das ist ja gut so. Jetzt werde ich hier aus diesem Dungeon rausgehen. Ich habe gerade so dieses Item gekriegt. Gerade so. Was für ein Item? Na, das Wasserbewegungs-Item-Ding. Da. Hä? Lahm. Das habe ich dir jetzt nicht gegönnt, dass du das gekriegt hast. Trotzdem, vielen Dank. So, dann werde ich jetzt auch mal versuchen, mir das andere Item unter den Nagel zu reißen. Was ist das hier für ein Raum? Ach, das ist der Raum. Das ist ja auch schon wieder so ein offenes Dungeon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo jetzt die ganzen anderen Dungeons noch sind. Ich habe jetzt, es sind ja theoretisch noch 4 offen. Ich weiß jetzt noch 2. Hast du jetzt den Lava Dungeon schon fertig gemacht? Nein, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich irre gerade irgendwie rum. Nicht? Irgendwie ein Dungeon war noch links. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo noch was ist. Das ist Kletterding. Gehe ich hier so. Dann ist da wieder ein anderes Dungeon. Was ist denn los hier? Das Game scheint sich immer zu verändern, je nachdem, was du gerade nicht tust. Na, im Moment sieht es so aus, als wenn ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Finde ich gut. Finde ich wirklich. Ja, du mach erstmal deinen scheiß Dungeon damit. Ja, mach ich doch schon. Ach, mach's gar nicht. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass ich hier unter Wasser einfach immer nach rechts laufen muss, oder? Das weiß ich nicht. Ich muss sagen, dass diese Pfeile sind irgendwie das beste Item. Ich würde sagen, der Bumerang ist das beste Item. Nee. Warum? Nee. Weil die Pfeile gerade fliegen, der Bumerang fällt einfach so runter nach einer Zeit. Ja, aber vom Prinzip her kann man mit dem Bumerang Gegner auch mehrmals treffen. Kann man. Aber da man eh immer viel zu viel von dem Magiezeug hat, kann man auch einfach 2 Pfeile schießen. Könnte man wohl. Das ist bestimmt voll spannend, falls irgendjemand hier gerade meine Perspektive beobachtet. Meine Perspektive ist genauso spannend. Wie ich versuche, diesen komischen Viechern zu dodgen. Bei dir ist immerhin noch die Chance, dass du einfach stirbst, random. Ja, ich kipp einfach um. Das passiert bei mir nicht so oft, dass ich einfach so sterbe. Tja. Da geht's wieder zum Wasser-Dungeon, da will ich nicht hin. Ja, Kiste. Was habe ich hier gefunden? Aha. Okay. Die Seite mit dem komischen, super guten Tooltip bestimmt. Ja, ganz genau. Ich gratuliere dir dazu. Das ist das beste Item aller Zeiten. Vielen Dank dafür.
Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich hin muss. Ah, hier oben ist noch ein Dungeon? Doch, ich weiß es. Natürlich, das Einzige, was jetzt noch Sinn macht. Vielen Dank, Mr. Wilkinson. Vielen Dank. Ach, ich weiß auch, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. I'm running to the left. I'm running to the left. Und ich atme unter Wasser. Weil ich es einfach drauf hab. Oh Gott, das Dungeon ist ja ein richtiger Abfuck. Du hast so einen Lichtschein um dich rum und siehst nur dich. Krass. Ja. Genauso wie ich meine Dungeons am liebsten habe. Spärlich ausbeleuchtet. Mit Sprungpassagen. Also ich sehe nur eine Kante und dann springe ich einfach rum und hoffe, dass ich lande. Ja, das ist doch super. Das hätte ich vielleicht fürs letzte Dungeon erwartet, dass sowas da kommt. Ja, das letzte Dungeon wird all die vorherigen super guten Dungeons kombinieren. Das könnte man natürlich auch machen. Ich glaube, das letzte Dungeon ist bestimmt eher so, dass einfach gehst in den Raum rein, dann ist du ein Boss und dann haust du den Boss tot und dann kommt der Abspann, wenn das Spiel einen Abspann hat. Der letzte Boss müsste ja dann theoretisch die Hydra sein, oder? Das klingt sehr plausibel, mein Lieber. Ja, ich weiß, dachte ich mir so. Ah, Mann. Einfach mal so ein Gegner aus random aus dem Boden aufpoppt. So kacke. Okay. So. Wenn man mal von diesem Lichtfeature absieht, dann erscheint der Dungeon aber freundlicher als der Wasser-Dungeon. Findest du? Ja. Oh, Kiste, was ist da wohl drin? Candle. Danke. Na, jetzt kannst du dich nicht mehr beschweren, dass du hier nichts siehst. Ich muss den Boss hier aber auch mal treffen. Der hält auch ein Spiel aus. Naja. Der hält bestimmt 50 Hits oder so aus. Ernsthaft? Das war richtig viel. Ich fand ihn trotzdem besser als das Viech davor. Wirklich? Das Viech davor ist. Und er ist tot. Siehst du? Boomerang OP. Boomerang OP. Ich finde trotzdem die Pfeile besser. Was war denn das Viech davor eigentlich nochmal? Das komische Gürteltier. Ach, das ging doch eigentlich auch. Ja, ja, klar. Ja, bisher waren die Bosse alle relativ easy. Aber. Ja, eigentlich schon. Der Wurm war irgendwie am coolsten. Ist ja auch das Minimum dafür, dass das Dungeon so abfuck war. Naja, so abfuckig war es doch gar nicht. Ganz scheiße. Die Candle bringt richtig viel. Wirklich. Macht die Sachen hell. Der Lichtradius um mich rum ist minimal größer. Vielleicht vorhin ist sie einfach falsch. Ja. Fast kapiert. Ja, du kommst in den Raum rein und kommt erstmal so Zeug auf dich zugeflogen. Das ist immer so. So wie das sein muss halt. Gruselig. War das jetzt eigentlich der Lava dann, wenn der jetzt kam? Ja. Krass. Ich werde, da kommt voll fetter Drache am Ende. Oder? Sagt, dass da ein Drachen kommt. Im Prinzip ist ja die Hydra schon ein Drache. Naja. Dann wäre es ein bisschen redundant. Aber halt ein normaler Drache. Ich meine, die Hydra ist ein Drache mit theoretisch unendlich vielen Köpfen oder so.
unendlich vielen Penissen. Und es ist nicht das Lava-Ding. Verarsch mich doch nicht immer. unten in die Lava gelaufen. Kann ich ja nicht dafür, dass du hier so schnell navigieren kannst im Spiel. Ich wette, der letzte Dungeon taucht dann irgendwie direkt am Spawn auf. Vielleicht ist ja der Lava-Dungeon der letzte. Dann fehlt mir aber trotzdem noch einer, oder? Ich habe abgesehen vom Lava-Dungeon jetzt noch zwei Türen im Kopf. Ja, ich auch. Da fehlt da noch einer. Das macht für mich dann nur 7. Oder, Mr. Wibbingston? Ich hab grad zu tun. Ja, ich sehe das schon. Das ist sicherlich unglaublich spannend, was wir hier abliefern. Also ich möchte kein Zuschauer sein. Ja, yeah, ich find's besser als so eine Spiele, die jeder kennt. Ich guck mir lieber sowas an, was keiner kennt. Ich werd sicherlich schon das Kotzen kriegen, wenn ich das editieren muss. Ich hab ein Kreuz gefunden. Was macht das? Das ist gut gegen Vampire. Fern. Ja. Wirklich? Ja. Krass. Dann soll das, was ernsthaft. Hier... Das war jetzt vollkommen unnötig. Scheiß Ding. Dann sollen das hier anscheinend Vampire sein, wenn es aussieht wie Tesla-Spulen. Tesla-Spulen? Ja, sieht halt aus wie so ein Strommast. Krass. Wenn das nicht so dunkel wäre, dann wäre das Dungeon sogar spaßig. Aber nein, wir machen es einfach mal komplett schwarz. Vielleicht musst du dich erst vom Vampirismus infizieren lassen, damit du in der Nacht sehen kannst. Dann wäre es komplett lame, das Spiel, wenn man sowas jetzt mal machen müsste. Das wäre aber genau so ein Japano-Kack. Sachen, auf die kein Schwein kommt. Ja, in Wirklichkeit ist man selber die Hydra. Wieso nicht? Ich meine, Plot-Twists ohne Ende. Er hat einfach so einen riesigen, flexiblen Helm, unter dem er alle seine Köpfe verstecken kann. So, theoretisch müsste es dann ja diese Tür sein. Tatsache. Das ist die Tür. Ja, dafür Lydras Cavern. Ewig habe ich dafür gesucht. Sieht aber nicht dunkel aus bis jetzt. Nee, nee. Ist ja nicht überall. Das ist die zweite Hälfte vom Dungeon. Gegner, die aus dem Boden ploppen, sind uncool. Oh. Skelette sind auch uncool. Ne, diese aus dem Boden kommenden Gegner sind die nervigsten. Fangen wir hier mal runter. Und dann komme ich wieder hier am Anfang raus. Awesome. Hast du deinen Fraps-Ordner im Hintergrund offen? Ja, habe ich. Wie viele Dateien hat denn der dir schon generiert? Weiß ich nicht. Einige A. Ich habe irgendwie... Toll, tot. Danke, Spiel. Ich habe irgendwie nur eine, das irritiert mich so ein bisschen. Weiß ich nicht, ob er die jetzt erst danach erstellt. Ja, das macht er erst danach. Achso, okay. Bei mir sind die dann plötzlich auch alle aufgepoppt. Also diese Dinger, die ziehen mir einfach mal ein Viertel von Lebensbalken ab mit einem Treffer. Ich finde, das ist ein bisschen viel. Ja. Kann man jetzt argumentieren, aber es klingt erstmal nach einer Menge. Aber sicher bahne ich mir meinen Weg durch den Wow. Was denn? Ist das bei dir auch dunkel? Die Wurms gehen ja seitwärts. Ah, die Wurms finde ich aber eigentlich ganz titte. Ich bin gleich tot. Das zieht sogar ein ganzes Drittel ab, der Scheiß. Nicht nur ein Viertel. Lame. Okay, das ist anscheinend der Boss. Sieht sehr merkwürdig aus.
Das ist ein riesiges, fettes Viech mit dicken Lippen. So wie du? Ich habe keine dicken Lippen. Ich bin kein Schwarzer. Das war jetzt aber rassistisch. Ja, wir kennen es auch nicht rassistisch. Ist ja bemerkt. Bewusst. Und der kann sich unsichtbar machen. Geil. Ist halt so ein waschechter Vampir. Das ist kein Vampir, das ist fett. Können Vampire nicht fett sein? Das sieht eher aus, als wenn es so kleine Medusas schießt oder sowas. Muss man jetzt etwas schlank sein, um Vampir sein zu können? Ja. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hier jetzt lang muss. Ey, guck mal. Wenn Twilight wäre noch schwuler, wenn die Vampire fett wären. Um ein Vampir zu werden, musst du mindestens 400 Kilo wiegen. Natürlich. So simpel. Das macht hier jetzt überhaupt keinen. Ah. Und ich bin tot. Awesome. In diesem einen Raum, wo diese ganzen Gegner aus dem Boden wachsen, mit diesem Metallblock, da muss man doch nämlich an alle Gegner töten, oder? In der Tat. Ah, fuck, ich bin tot. Aber ist da irgendwo ein Gegner, den man nicht sieht, oder? Die sind eigentlich alle im Raum. Eigentlich. Eigentlich? Uneigentlich auch? Sind sie alle in dem Raum, ja. Naja, ich weiß ja nicht, was du jetzt erwartest, aber die Gegner sind halt alle da. Und dann macht man die tot. Ich bin überall lang gelaufen und am Ende war das Ding immer noch da. Also entweder hat sich ein Dann warst du nicht Gegner... überall. Ja, doch, es gibt eine mögliche Stelle, an der ich vielleicht... So kacke gemacht hier. Kriegt einfach viel zu viel Schaden an der Stelle. Will er nicht beim Boss einkommen mit einem Viertel Leben? Ja, dann muss es halt lassen. Mach du das erstmal. Ich muss ja erstmal herausfinden, wie ich hier irgendwo weiterkomme. Das Dungeon ist eigentlich ziemlich übersichtlich, finde ich. Im Vergleich zu den anderen. Okay, hier ist nichts. Ne, wird hier noch einer. Ja, da steht tatsächlich noch einer. Ah, ich vergesse immer, dass die Gegner nur zwei Schläge aushalten und schieße immer drei Pfeile. Die komischen blauen Fliegenden, die halten sogar nur einen aus. Stirb! Du hässliches Drecksviech. Ich tank den einfach. Das muss klappen. Sicher? Also ich würde mich hier drauf verlassen, dass du den tanken kannst. Ah! Was sind das denn für Arschviecher? Dann wohl die besagten Tesla-Spulen. Hm. Die sehen doch wirklich so aus. Machen die noch irgendwas, außer sich rumteleportieren? Nö, aber die machen viel Schaden, wenn sie sich berühren. Ja, das stimmt. Die haben ja aber scheinbar nur drei Teleports. Bots. Ich glaube, die können auf jeden Fall in der Reihe landen, wo sie gerade sind. Ich bin schon wieder tot. Wie viel Leben hat denn der Boss? Trotzdem. Mit dem Bumerang, Mann. Ja, habe ich hier. Ich habe 60 Charges gehabt und hat den Boomerang aufgeschmissen. Das hat nicht gereicht. 60 nur? Das ist ernsthaft. Das wirklich, ich glaube, du kommst da mit 60 Charges hin. Nee, ich guck mal, ich probiere jetzt mal mehr ranzukommen. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal umgeschadet zum Boss, das wäre auch sehr hilfreich. Ich würde jetzt erstmal nochmal aus dem Dungeon hier rausgehen und speichern. Nachdem ich jetzt die Super Candle habe, kann mir gar nichts mehr passieren. Sagt, dass mir nichts mehr passieren kann. Ich finde, nach der Candle wird das Dungeon erst anspruchsvoll. Super.
dann bin ich wohl verloren. Düdelü.